So, jetzt kannst du auch weitergehen. Sü, wo ist denn hier der hohle Baumstamm? Irgendwo hier hinten muss er sein. Was sagt denn die Karte? Da hinten ist er. Gehen wir hier rum. Schauen wir uns das mal an. Das hier? Ne, da drüben. Ah. Warnetrank und Weichkrabbelpulver. Muha. So. Jetzt brauchen wir hier, da. Hier ist Rad hier. Weltkarte. Rad hier. Eine Schnellreise nach Rad hier, bitte. Und dann können wir auch gleich mal unsere ganzen gestohlenen Sachen verkaufen. Unten in der einen, dem einen Dingsensbumsens, wisst ihr, da so. Wo waren das? Gebietskarte. Untere Stollen, da runter. Das heißt, ich muss jetzt geradeaus bis zu dem Gewalmöches Güter und dann da mal so, ne? Weiß Bescheid. Also hier im Endeffekt. 34. Gut, 34. Und nicht ein Goldstück. Ach, Quatsch, mir nicht zu. Hier müssen wir runter. Weil da können wir auch unsere geklauten Dinge verkaufen. Unter der Ladentheke halt, ne? Wie es halt sein muss. Was hier? Ich habe gehört, es sei Hauptmann Talibor gewesen, der die Spatzen getötet hat. Welche Spatzen denn? Du bist ein Vogel, ey. Entschuldigung. Dieser Mann steht Tag und Nacht in den Stollen und hört nicht auf. Ah, das wäre zum Plündern. Okay, nee, das machen wir nicht. Ich habe Dinge. Dinge, die es in der Oberstadt nicht gibt. Ja, und ich gebe dir Dinge, Dinge, die es in der Oberstadt gibt. Und zwar Plunder verkaufen. 19 Plundergegenstände. Jetzt müsst ihr ja nicht mal die ganzen geklauten Dinge alle weghaben, rein theoretisch. Und wir kaufen uns mal die Prismär-Dietriche. Und die Dietriche kaufen wir uns auch nochmal eben. Konsumgüter, Egelholzborke. Warum ist das Konsumgut? Nein, wir kaufen uns die. Hier müsste ja eine ganze Menge Geklautes mit drin sein, ne? Rein theoretisch? Jo. Ah, Entschuldigung, verdammte Scheiße, ey. So. Gucken wir mal ins Inventar. 44 Plätze nur noch. Und zwar in dem Plunder. Da haben wir die ganzen geklauten Dinge mit drin. Ich frage mich, warum ich das nicht verkaufen kann. Das wundert mich total, aber na gut. So, jetzt gehen wir zurück nach Rat hier. Jetzt haben wir mal nicht unser Inventar geleert. Haben jetzt, boah, nur noch 44 Inventarplätze belegt von 100. Das läuft doch, so wie wir das so haben. So, ups. Na, ich will da nicht lang. Lass mich runter. Ich dachte, ihr wärt die Stadtwache. Aber selbst wenn, was hast du getan? Erzähl. Erzähl mir, was du getan hättest. Ich drücke jetzt H und das geht nicht. Das ist doch Beschiss. Nee, da oben kann man sich auf jeden Fall ausbilden lassen. Das habe ich jetzt nochmal eben gesehen. Oder habe ich das? Kuriositäten, sagen wir 30. Talismane, mein Freund, mächtige Gegenstände. Seht euch um. War das hier mit diesem Aus? Bürger. Ich kann hier das nicht so gut erkennen. Hat jetzt gar kein Ausbilder. Das ist hier ein Schmied, Schmiedehändler. Alchemie. Ich würde mir gerne mal angucken, was die Händler hier drin so Schönes haben. Wir haben ja, Geld haben wir ja genug, so ist ja nicht. Und Zeit haben wir vor allem, es ist ein Rollenspiel. Ich habe mich ja hier in Rathi noch nie ich umgeguckt. Ich kann euch Waffen verkaufen, aber... Nee, Waffen will ich mir nicht kaufen. Wenn ihr eine Rüstung braucht, müsst ihr mit meinem Mann reden. Ja, nee. Lebt wohl. Das ist beste Qualität. Köf, Köf Kardür, zu eurem Dienst. Nee, du hast Rüstung. Achtet gar nicht auf den Krawall. Das ist nur meine Frage. Gut. Was haben wir jetzt hier? Hier ist die Schmiede. Zerlegen, Dunkelsplitter. Rivantausus Flock. Boah, läuft. Herstellen. Schauen wir mal, was wir jetzt als schönes Magier-Ding herstellen können. Schuhe. Kutte. So, wir machen mal Schuhe. So. Machen da mal. Was ist das hier? Blockeffizienz ist geil. Mehr Leben, mehr, haben wir mehr, Blitzschaden. Noch mehr Blitzschaden, geht das? Ja.
Schaden bei Nacht. Das sind alles schlechte Dinge. Ich höre jetzt auf, die Sachen zu verkaufen. Ich werde jetzt mal alle zerlegen. Ich habe jetzt immer eine Waffen zerlegt, fällt mir gerade mal so ein. Rüstung 22, Rüstung 65. Ja, das ist alles nichts Besonderes. Ich muss echt mich mal ein bisschen mehr auch darum kümmern. So, aber jetzt mal hier ganz wichtig, Chakrams. 30? Ich muss echt aufhören, die Dinger da zu verkaufen, ey, das geht gar nicht. Stab. Gewehr 1000 Flock. Warte mal, das macht 100. Vielleicht kriege ich ja da noch mehr raus. 6, hier gibt es auch bestimmt Blitzschaden und 3 Sekunden lang Schockschaden, das ist geil. Volltrefferschaden mit Magie. Und dann dazu nochmal Blitzschaden. Wo war das jetzt? Haben wir hier nichts mehr? Doch da, Blitzschaden. 107. Vergleichen. Wir haben einen besseren Stab hinbekommen. Ja. Geil. Ja, man hat ja einen besseren Stab hinbekommen. Ja, schon bestätigen. Bestie. Geil. Gut gemacht, du hast erfolgreich einen Gegenstand hergestellt. Das finde ich nur in deinem Inventar. Geil. Bestie. Sieht voll scheiße aus im Gegensatz zu dem da. Aber... das ist egal. Kann man nicht den anderen zerlegen? Nee, schade. Erfolg freigeschaltet, Meister der Schmiede. Ja, cool. Frag die Harpie da drüben. Geil, Domatico. Für euch gemacht. Ah, ne? Hätte ich auch gesagt, ne? Ich kann euch Waffen verkaufen. Aber wenn ihr eine Rüstung braucht, müsst ihr mit meinem Mann reden. Nee, ich möchte eigentlich eher meinen Stab verkaufen, den ich dabei hatte. Für 10.000. So, kannst behalten. Lebt wohl, Schätzchen. Du hast einen Macker, Mann. Quatsch mir nicht zu. So. Aber cool, Mann. Ein neues Schwert. Gut. Dann haben wir jetzt hier noch einen Händler. Ich guck, ich will mal ein bisschen gucken, was die Händler hier so schönes alles haben. Ach nee, ich muss... Gibt es irgendetwas, das man hier nicht findet? Warte, wir müssen mal gucken, wie kommen wir überhaupt dahin. Hier haben wir noch Händler, wo wir hingehen können, wenn wir hier rumlaufen. Laufen wir mal hier rum, das war der einfachste Weg. Was ist hier? Studenten der Magie? Buchverkäufer. Der Krieg ist gut fürs Geschäft und schlecht für die Leute. Was hast du denn Schönes? Wie wäre es mit einem Stab? Ich. Du hast hier Zepter und Stäbe, Konsumgut. Und Gem, großer. Ja, nö. Nö, danke. Gewöhnliche Zauberstäbe und auf Wiedersehen. Hau rein. Also muss ich vielleicht doch nochmal reingehen und nochmal kurz nachgucken, ob die da noch irgendwelche Dinge unten drunter hatten, weil ich wäre. Dieser Tage sieht man auch. Konsumgüter zum. Für die Rezepturen, die will ich ja alle haben. Zwinkert uns zu, Schätzchen. Quatsch, bin ich dicht. Sachen zum Erschaffen. Azurit Klinge. Könnte ich hier auch alles noch kaufen, ey. Ich habe so viel Kohle, kann ich mir alles leisten. Guck mal hier, können wir uns alles kaufen. Wir brauchen nicht mal ein Inventarlimit. Und ich meine, wir haben die Kohle, also machen wir es einfach mal. Vielleicht können wir uns dann irgendwann, wenn wir nochmal Lust haben, können wir uns dann noch was Besseres bauen. Das werde ich mir immer nochmal angucken. So. Meine Schlafmütze von Mann wird toben. Lebt wohl, Schätzchen. Ein Schwert? Ich verkaufe Rüstungen, meine Frau. Und du hast schon noch unten noch ein paar Dinge, die ich mir kaufen kann. Jo. Nein! Ich Idiot. Scheiße. Egal. Was können wir denn nochmal verkaufen jetzt eben, weil wir ja noch zu viel gekauft haben? Da. So. Klingen. Auf Wiedersehen. Ich würde mich aber von. Gut. Ich will mir alle Möglichkeiten freimachen und ich habe eine Kaufsucht. Ich muss es einfach tun. Na. Der Magie, Meister der Zauber. Wenn man das Geld halt hat, dann kann man es auch machen. Ne? So, dann schauen wir uns mal hier nochmal rein. Für unsere Truppen. Also, mein Freund.
Womit kann ich... Das sehen wir gleich, womit du dienen kannst. Ah, du hast Chakrams. Oh, cool. Konsumgüter. Nee. Verschiedenes? Nee. Aber können wir ja mal gucken. Er hat hier Erzmagier, Chakrams der Lawine. Die sind alle schlechte, er kann es krank behalten. Tut mir leid, aber das brauche ich nicht. Deine minderwertigen Dinge kannst du selber machen. Es ist allgemein bekannt, dass er... Es heißt, der alte Abergast sei tot und Schlimmeres, wenn man den Geschichten glaubt. Das ist ja cool, Alter. Was macht denn der da? Hat Stil. Ihr dürft gerne die Werkbank benutzen, wenn ihr wollt. Scammen. Könnte ich mal alle abkaufen. Ich habe Money und damit könnt ihr alles abkaufen. Ja. Aber eigentlich brauchen wir keine Gem. Heißt, wir können aber mal ein paar Gem herstellen. Haben wir da noch irgendwas an, was noch Gem braucht? Fahren wir mal unsere Waffe. Natürlich unsere Waffen nicht, oder? Nee. Rüstung. Hat das hier Gemplätze? Nee. Hat das hier Gemplätze? Natürlich auch nicht. Das hier hat Gemplätze? Nein, hat das nicht. Hat auch keine. Hat auch keine. Und das Schild hat schon was drin. Accessoires. Gibt keine Gemplätze mehr. Aber wir könnten unsere Gem, glaube ich, aufwerten, ne? Herstellen. Scherben aufwerten. Scherben können nicht über die Qualität makellos hinaus aufgewertet werden. Oh. Auf. Ah, nein. Entschuldigung, ich habe schon so ewig nicht mehr gespielt. Ich bin jetzt hier ein bisschen am Gucken, alles, was ich alles machen kann. Verdammt. Mann. Ist okay. Funkeln, ja. Läuft. Also jetzt haben wir alles makellose Scherben. Geil. Herstellen epische Gem. Stellt epische Gem her. Diese Option wird auf Gemschleifenschwere 8 freigeschaltet. Funktionsgem. Was bringt mir epische Gem? Das ist interessant. Du hast hier so viele Möglichkeiten in diesem Spiel. Das ist einfach unglaublich, ey. Man kann ja auch unglaublich gut schauen. Da sind wir. Wie von Gwalchmeier. Ah, das könnte nochmal interessant werden, ey, Mann. Dieser Wein. Hast du Kopfschmerzen? Tja. Selber schuld. Nächstes wird offen. Könnte helfen. So. Sagen wir 30. Und jetzt gehen wir dann mal gucken, denn das ist das Zollhaus. Wir wollen auch mal ein bisschen weiterkommen. Wo, da ist noch ein Händler. Oh Mann. Warum gibt es hier so viele Händler? Ihr scheint weit gereist zu sein. Ja. Tuke, Zitriche. Hier waren wir schon mal Sachen verkauft. Aber gewiss nicht weiter als meine Waren. Ach, Quatsch, mir nicht zu. Den Wind stets im Rücken haben. So, da oben kann ich noch mehr Sachen verkaufen und kaufen, oder? Nee. Da war ich eben schon. Nee, jetzt hab ich alles. Jetzt habe ich alles. Gibt es irgendwelche Sachen zum Looten? War hier nicht mal irgendwie irgendwo was ich meinte? Tüdüdüdü. Irgendwie war ich meine Meinung, hier war was zum Looten. Mit dem haben wir mal gequatscht, ne? War ran lieber? Nee, doch nicht. Ich mach alles kaputt. Die Wachen können mir gar nichts. So, toll aus. Eine angenehme Brise, hm? Ja, weiß Bescheid. Was zum Teufel soll das hier werden? Verhalten. So, wir müssen jetzt nach oben, glaube ich. Nee, nach unten. Nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, nach unten, nach oben, nach unten. Wo geht's da unten? Da geht's nach unten. Das ist das Zollhaus. Ich weiß. Ich war hier aber noch nie drin, glaube ich. Toll. Ja. Kelorens Bote. Oh, hier ist noch eine Truhe. Zum Leichen aufschließen. Geil, es ist eine leichte Truhe und zack, ist das Ding gebrochen. Ist das dein Ernst? Ich glaube das ja nicht.
Handschuhe aus der Feuerhemmnis. Wir werden aber jetzt, wie gesagt, ich werde jetzt aber jetzt... Ah! Den Trank wollte ich natürlich eigentlich verkaufen. Du Idiot. Konsumgut. Den wollte ich eigentlich verkaufen, zu plündern. So. Ach ja, ich wollte noch gucken. Ich habe ja hier... Gegenstände. Alchemistische Rezepturen. Ich habe doch hier neue Dings gelernt, ne? Meisterhafte... Ach, die hat er allgemein da direkt drin, oder was? Ah, ich dachte, ich muss sie noch irgendwie lernen oder so. Aber na gut. Wenn nicht ist, dann muss ich nicht.